Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Medieval Dynasty mit eurem Bobas. Wir befinden uns jetzt erst einmal auf dem Weg zurück in unser kleines Dörfchen, was wir ja gerade aufbauen. Hier haben wir das letzte Mal ganz viel abgerissen. Ich habe auch noch die zwei Quests mit euch das letzte Mal erledigt zum Schluss, dass wir... Also die Tiere hier, ne? Die rennen immer mitten rein. So, auch hier haben wir recht viel abgerissen. Die ganzen Obstdinge, die ganzen Wege habe ich abgerissen. Also es hat sehr vieles sein Dasein beendet. So, wir reiten jetzt aber auf jeden Fall erst einmal zurück ins Dörfle und schauen mal, was wir da für Quests annehmen können, weil das sind nämlich zwei offene. Und wenn wir das gemacht haben, dann werden wir zur Mine reiten und schauen, dass wir das fertig machen können. Ja, und mittlerweile sind auf jeden Fall genug Bretter da. Die haben wir ja gefehlt vor zwei oder vor drei Parts, um den Holzfäller da noch schnell hinzustellen, dass ich mir notfalls auch Bretter schnell machen kann. Das heißt, wir können da auf jeden Fall die Häuser fertig machen. Leider fehlen halt noch ein paar Reputationspunkte, ne? Das ist das Blöde. Ich kann im Grunde nicht Leute reinholen, die zum Beispiel an den Marktständen arbeiten oder sonst wo. Da haben wir nämlich, noch zu wenig. Ich weiß dann auch nicht, wie viele ich holen kann von diesen Punkten. Ist egal. So, ich wollte mal gucken, wo ist... Ach ja, da hinten, weil ich jetzt das gerade sehe. Ich habe hier so eine kleine Mauer hingestellt und hier im Grunde so ein Holzvorratslager hingebatzt, ne, wo dann die ganzen Hölzer liegen, dass man die dann so nach und nach quasi wegnehmen kann und dass das Gewicht eben nicht, ne, also wenn man es jetzt halt in real sehen würde, das ganze Gewicht würde ja nach unten drücken, um das ein bisschen zu minimieren, dann immer einen Zaun dazwischen. So, und dann kann man immer schön hier die Hölzer wegnehmen. So war zumindest der Gedanke. Okay, wir können einmal nach da vorne laufen. Ich behalte jetzt auch einmal die Sicht an, weil ich eben immer noch nicht sicher bin wegen den Tieren, aber die sind weg. Also die Wiesen sind mittlerweile Geschichte. Ja, ist ja... Mensch. Gertruda, jetzt sag nicht, dass du einen Bogen brauchst. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ausrüstung, okay. Steinpfeile. Oh Gott. Wenn es weiter nichts ist. So. Die andere Quest bekommen wir da vorne. Von wem auch immer. Von Ingvar. Von unserem Schmied. Okay. Kann ich dir bei etwas helfen? Möchtest du schnell Geld verdienen? Na klar, wie viel Eisen brauchst du denn? Schauen wir mal. So, wir brauchen auf jeden Fall 30 Eisenpfeile. Es könnte sein, dass ich die habe. 39, ja, gut. Ich war mir nicht sicher, aber ich habe ja bei manchen Quests auch Eisenpfeile bekommen. So, und dann haben wir noch den Eisenmangel. Da brauchen wir 4x Eisenerz. Und das haben wir auf jeden Fall auch. So. Dann geben wir die hier erst einmal das Erz. 18 Reputation. Und dann haben wir nochmal 14 Eisenpfeile bekommen. Auch nicht schlecht. So, Moment. Dass ich dich auch auf dem Schirm habe, ne? Da steht hier immer noch darum. Ihr sollt jagen gehen. Oh Gott. Ne, wer lesen kann, sagt man ja, ist ganz klar im Vorteil. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf Eisenpfeile gekommen bin. Sie will ja Steinpfeile. Das war wahrscheinlich jetzt auch wieder bei euch, ne, dass der eine oder andere den Bildschirm angeschrien hat.
um dir mitzuteilen, nein, keine Eisenpfeile, Steinpfeile. Ah, Mann. Steinsichel, also da Steinpfeile. Haben wir mittlerweile auch schon wieder ganz viele. Können wir mal wieder verkaufen, welche? Jetzt hat. So. Schade, dass man die Tiere nicht umbenennen kann. So, hier müssen wir aber auch noch weiterbauen, ne? Mach langsam, mach langsam. Wir müssen jetzt erstmal daher. So. Gut. Ich glaube schon. Danke, gute Jagd. 18 Repo und 125 Münzen. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Alles gut. So, ich habe halt jetzt zwei Baustellen, ne? Also hier habe ich noch eine Baustelle. Und bei der Mine. Ich würde sagen, wir reiten jetzt zur Mine. Weil das war eigentlich mein Ziel heute. Und ich bin jetzt auch mal gespannt. Wegen der Bären. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob die Bären jetzt halt noch da sind. Nachdem wir ja da gebaut haben, könnte es durchaus sein, dass die diesmal wegbleiben. Material müssen wir nichts mitnehmen. Das haben wir alles dort vor Ort. Dort vor Ort. Die Felder müssen wir auch noch anlegen. So. Ich werde Roggen und Hafer werde ich wahrscheinlich ein bisschen aufstocken. Weil mir wird es ein bisschen zu wenig und zu heikel, alleine schon wegen dem Tierfutter. Ich habe da 100 Tierfutter hergestellt und die waren ratzfatz waren die weg. Dann habe ich nochmal 40 gekauft, das ist auch schon wieder ratzfatz weg, also na, habe ich diesmal meinen Weg nicht erwischt. Naja, ist egal. Wir sind eh gleich da. Ich muss wieder aufpassen, dass ich da nicht irgendwelchen Wildschweinen in den Weg reite. Und so wie es ausschaut, sind keine Bären mehr hier. Das ist okay. Liegt das Fass noch immer da oder schon wieder? Es liegt noch immer da, ne? Bloß halt schon gelootet. So, ich habe auf jeden Fall meinen Speer noch in der Hand. Sollte irgendwie ein Tier kommen, mit dem ich nicht rechne, dass ich das dann schnell mein Speer zücken kann, wobei ich weiß ja noch vom Wiesent. Ich hatte ihn einstecken, aber hat nicht geklappt, so wie ich das wollte. Also ich habe da eher in Panik reagiert und habe versucht wegzurennen, anstatt... Kannst du was essen? Ja, du kannst gleich nochmal was essen, bevor du das reinschmeißt. Halt. So, einmal vollgefuttert. Dann kann das da rein. So, wir brauchen erst einmal ein paar Bretter. Keine Ahnung, wie viel ich da nehmen kann. Aber 50 Kilo? Ja, locker. Locker, da gehen nochmal 20. Und da gehen sogar nochmal 20, würde ich sagen. Bin ich zwar jetzt etwas langsamer, aber der Hammer geht auch noch. So. Dann haben wir hier einen Holzfäller. Also das sollten wir heute auf jeden Fall fertig kriegen. Eventuell sogar, dass wir die ersten dann schon gleich umziehen können. Irgendwas fehlt noch. Das Pferd, ne, das ist so oft am Wiehern und am Schnauben und am Tun. Das ist
Wahnsinn. So, hier habe ich noch nicht geändert, ne? Tür. So, das wird jetzt halt ein einfaches Holzhaus. Gar nicht lang rummachen hier. Halt, macht das Dach auch gleich. Kann ich auch gleich hinhauen. Jetzt sind die Glocken schon wieder am Läuten. Ich glaube, ich... Das letzte Mal habe ich ja schon gesagt, ne? Ich wollte warten wegen der Aufnahme, wegen Glocken. Wobei ich mir dann gedacht habe, naja, brauchst du eigentlich nicht, weil die müssten noch viel später sein. So, und jetzt habe ich es, ne? Ach, das habe ich ja schon geändert. Das da oben habe ich noch nicht geändert. So. Dann haben wir das. Oh. Da ist auch noch alles Flechtwand, oh meine Güte. Das wollte ich, glaube ich, machen. Hab's aber dann nicht machen können, weil ja dann der Jahreswechsel war. Und ich dann im Grunde bei der Mine wieder erwacht bin. So, zack, zack, da ist auch noch Flechtwand, okay, da haben wir auch noch Flechtwand, Holzwand, okay, das letzte dann auch gleich noch, da machen wir jetzt mal Stein. Fehlt mir jetzt halt echt ein Brett, fehlt mir da. So, Stein. Stein. Da machen wir Holz. Aber ansonsten wird es Häusle mit Stein gemacht. Halt. Stimmt schon. Das habe ich schon gedacht, das hätte ich geändert, weil wenn ich das ändere, dann würde das nämlich alles verschwinden wieder. Also wir brauchen tatsächlich ein Brett. Steinwand. Steinwand. Und da oben Holz. So. Dann sollte das hier wohl... Passt alles? So, ich habe nichts mehr einstecken, das ist gut. Dann nehmen wir uns einmal das eine Brett raus und ich kann gute 80 Kilo einstecken. Okay, das ist ein wenig viel. Doch, das müsste schon gehen. Ich bin zwar dann nicht so schnell, aber es geht. Habe ich da Bretter vergessen? Verdammt. Ich möchte jetzt erst einmal die Dächer fertig machen. Ich habe da tatsächlich... Ach Mann. Ja, irgendwas bei der Menge, ne, an Häusern, was man da jetzt baut gerade. Holzwand mit Fenster und da oben habe ich das Reetdach vergessen. Das heißt, ich brauche noch 12 Hölzer jetzt dann insgesamt. Verdammt.
Also 12 Bretter brauchen wir. Ganz viele Rundhölzer. Ja, ganz viele Rundhölzer. Muss das jetzt Nacht werden? Also 12 Bretter. Dann können wir noch auf jeden Fall 60 bis 70 Kilo einpacken. Ja, mit 70, das wird schon gehen, denke ich. Wie gesagt, ich würde gern erst einmal die Dächer fertig machen und dann mache ich das untere Zeug. Jawohl. Und das eine fehlt noch hier. Zack. Passt. So, dann können wir unten weitermachen. Gut, dann fehlt hier nur noch Stein. Licht ein bisschen, wenn es hier schon so gemütlich schummrig wird gerade. So, wir können einpacken 70 bis 80 Kilo wieder. Es sind halt sehr viele, ne? Das ist klar. Von daher, wenn ich da reinklicke, habe ich natürlich ruckzuck mal 140, 150 Stück. So, das erste Haus haben wir dann gleich fertig. Perfekt, das erste Minenhaus steht. So. 3 und 4, also 7 Hölzer brauchen wir noch. 7 Hölzer. Und dann Stein können wir einpacken. 60. Probieren wir es mal mit 70. 105, dann bin ich vielleicht ein bisschen langsamer, aber wir müssten das dann vielleicht sogar fertig kriegen. Wenn mein Hammer nicht kaputt geht, heißt's. Normalerweise sollte man nur um die 56, 64 Steine brauchen. Ich muss sowieso mal das ein oder andere Gebäude wieder mit Kalkstein verkleiden oder isolieren oder wie auch immer. Da habe ich gedacht, das wäre der Hammer gewesen. So, damit stehen die drei Häuser. Perfekto. So. Wir haben noch Steine einstecken. Weg damit. Wir brauchen für die Mine. Jetzt überlege ich echt gerade, wie viel Holz wir man da brauchen. So viel auf jeden Fall nicht. Ich denke, dass ich mit 20 schon mehr habe, als ich brauche. Und Bretter müssten wir brauchen. Es könnte sein 12. Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme mal 16 mit. Halt. Nimm deine Fackel in die Hand. Und zwar nehme ich wieder die einfache. Dann ist die nämlich auch weg. Ganz gleich das da anmachen, weil wir werden dann schlafen gehen, sobald es Nacht ist.
Und dann kann ich den kompletten Minenumzug dann auf einen Schlag machen. So. Gebäude. Gewinnung. Mine. Viermal. Viermal. Und noch einmal, jawohl. 12 wäre sogar richtig gewesen. Jawohl, und damit ist die Mine fertig. Die schaut ein bisschen anders aus wie die andere Mine. Aber ist cool. Also ich würde mich hier auf jeden Fall jetzt erst einmal verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Wo sind die Schilder? Wir müssen in die Richtung, ne? Ja, da ist doch das Schild. Da geht's raus. Gut, perfekt. Und keine Bären mehr da. Wunderbar. Ja, ja. So, wir brauchen Wasser. Wasser gibt es hier natürlich nicht sehr viel, aber ich habe, glaube ich, noch einen Trinkschlauch innen. Glaube ich zumindest. Ich glaube, der ist dann immer hier drin, ne? Ja, Trinkschlauch mit 2 Einheiten Wasser. Inventar, den habe ich schon ewig nicht mehr gebraucht. Das Wasser ist schon sowas von alt. Glück, Glück. Es füllt aber auch nicht wirklich sehr viel auf. Also wäre jetzt die Flasche voll, ja, dann könnte vielleicht ein Schluck übrig bleiben, ja. So, Trinkschlauch gleich wieder rein. Das war jetzt nur mal so eine Lösung. So, wie spät haben wir? 6, 19.28 Uhr haben wir. Also das heißt, wir können auf jeden Fall schlafen gehen. Dann würde ich sagen, warte mal, ja, dass ich dich irgendwie vollgeladen habe und du dann nicht herkommst, wenn ich dich pfeife. Okay, dann mache ich einmal meine Schnellspeicherung und wir schlafen in der Hoffnung, dass es nicht regnet. Yes, gut. Also, dann passt es. Dann können wir jetzt ums Management uns kümmern. So. Als allererstes. Landwirt, Landwirt, Tierzüchter, Bergarbeiter. Prützebohr. Der ist da oben. Okay. Also Prützebohr. Wie wirst du geschrieben? PRC-Bohr. Zebra. Berg, Ar, weiter. So. Den Platz zuweisen. Wo bist du? Prinzipor. So. Dann natürlich auch gleich bei der Gewinnung in die neue Mine. Da ist er. Jawohl. Bergarbeiter. Jetzt muss ich nur hier schauen, dass ich wieder das alles korrekt einstelle, ne? Ja, kein Werkzeug. Super. Warum nicht? Es müssen doch Spitzhacken da sein. Ich habe doch welche hergestellt. Oder die sind echt schon alle aufgebraucht. Na gut, dann lasse ich das mit dem Einrichten jetzt. Ist in Ordnung. So. Abreißen. Dann haben wir den nächsten Bergarbeiter, Waldemar. Du arbeitest aber... Wo arbeitest denn du? Der hat nur nämlich 2 Abbaufähigkeit. Warum?
Warte mal, nehmen wir einen anderen. Nehmen wir den Kanimir. Jawohl, nehmen Kanimir. Der kommt da rein mit seiner Familie. Kanimir, da bist du. Ja. Einmal akzeptieren, bitte. Und dann natürlich wieder auf die Gewinnung. Hier, leerer Platz. Kanimir, so. Kein Werkzeug. Egal. So. Kanimir. Bergarbeiter. So, und dann haben wir nämlich das Haus hier als abreißen. So. Der nächste. Alaruk. Alaruk ist wieder ein normaler. Ein normaler, sage ich jetzt da, ne? Also ein Single. So, Alaruk. Wo bist du? Alaruk hier. Gut. Alaruk. Einmal in die Mine. So. Dann haben wir noch das Haus für uns. Ups, drin bleiben bitte. Das ist jetzt auch nur für kurzzeitig. Das Haus. Leerer Platz. Hat nicht gepasst. Hier. Dem Spieler zuweisen. Hier. Zack. Und dann sind wir nämlich hier drin. Jawohl. Gut. Also wenn ich jetzt halt hier eine Frau mit reinstopf, dann können die ja eigentlich nur einen einzigen Nachwuchs haben, ne? Weil es sind ja nur drei Plätze. Die können ja dann gar keine zwei zeugen. Es wär zumindest nicht vom Platz her nicht möglich. Naja, egal. Dann können wir das hier abreißen. Wir können das hier abreißen. Hier kann ich dann erst einmal hinschreiben, mein Haus. Also auch wenn ich da vorne dieses Figürchen habe, dieses hellblaue, aber trotzdem, ich muss das da stehen haben. So, dann hätten wir das. Jetzt ist nur die Frage, wer ist noch oben? Gehen wir mal. Der Holzfäller. Der Pepin. Es wäre jetzt zumindest noch schnell die Möglichkeit, denen ein kleines Haus hinzustellen und den Holzfäller dann da noch mit herzutun. Aber ich möchte die eigentlich gar nicht da haben. Weil ich werde auch den Holzfällerschuppen hier wieder wegreißen, weil den braucht man nicht. Um den werde ich mich mal kümmern. Also den Tierzüchter. Jetzt gehe ich mal hier durch. Das ist abreißen, abreißen, abreißen. Das Holzfällers Haus. Wer wohnt da drin? Niestek. Niestek. Habe ich das jetzt richtig geschrieben? Ich hoffe es. Nein, habe ich nicht. Ist schon wichtig, ne? So. Univet Korbmacher. Schneider Subirat.
Jetzt dürften hier eigentlich keine Sachen mehr auftauchen. Okay, also oben bei der Mine meine ich jetzt halt. Dann das ist der bei Honecker schon immer noch. Genau, und ich wollte... Genau, Niestek ist da im Holzschuppen. Und der wohnt auch da, oder? Jetzt bin ich schon wieder... Ja, doch. Gut, gut. Der hier. Der hier bleibt noch stehen. Ich schreibe jetzt da mal abreißen, wenn fertig, dass ich den nicht abreiß. Obwohl ich es ja weiß, ist klar, ne? Grabungsschuppen. Mine 1. Ah, stimmt. Stimmt, ja. Ich muss ja noch meine liebe Frau Blanka in die Mine schicken. Ne? Die soll gefälligst schuften. So, zwei Minenarbeiter können noch untergebracht werden. Da würde ich jetzt tatsächlich das mal lassen und würde bei Kanemir war es, glaube ich, oder? Kanemir und Alaryk. Nee, Pritzebur und Alaryk. Da würde ich jetzt jeweils eine Frau noch mit reinstopfen. Das sollte... Und dann eben eine, die auch da arbeiten kann in der Mine. So, den muss ich abreißen. Das muss ich unbedingt abreißen, weil ich zahle ja für das Teil. Okay. Warum auch immer die Werkzeuge brauchen, weil eigentlich war... Weil hier bei der anderen Mine habe ich es nämlich nicht stehen, ne? Keine Arbeiter. Spitzhacke 485. Na gut. Da muss ich mich jetzt dann nochmal drum kümmern, ja. Genau, das werde ich zwischenzeitlich mal machen, bis wir uns dann beim nächsten Part wiedersehen. Und wir brauchen aber auf jeden Fall noch hier 13.000 Punkte, dass wir nochmal Leute reinholen können ins... Hierher halt. Jo, also Frauen meine ich jetzt damit. Okay, gut. Leute, wenn es euch gefallen hat heute, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich täte mich echt freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei seid. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.